Aldi hat ein neues veganes Sortiment und heute mal kurz und schmerzlos tatsächlich drei Tofu-Alternativen getestet von mir, der mittlerweile da ein bisschen weggekommen ist, aber natürlich den Genuss eines gut gewürzten Tofus immer noch zu schätzen weiß. Ich unterstütze natürlich sofort jeden Laden, der irgendwie neue Sachen ins vegane Sortiment einbringt. Ich weiß nicht, wie euch das geht, ob ihr da direkt auch immer motiviert seid und sagt, hey, das muss man irgendwie unterstützen. Zumindest in dieser heutigen Zeit noch. Auch wenn natürlich so ein Tofu, ja, vielleicht nicht unbedingt die gesündeste Alternative ist. Aber ich bin heute wirklich in diesem Fertig-Produkt-Test gefangen, freiwillig. Und möchte das auch wirklich auch seriös rüberbringen. Also Aldi, bei uns, der Aldi vor 2 Jahren hatte der noch nicht einmal irgendein Tofu. Das war krass, das war mitten im veganen Boom. Mein Aldi, naja, ein bisschen dörflich. Der hat da kein Tofu gehabt. Naja, und nun haben sie halt Tofu und ein Räuchertofu und ein Tofu-Würstchen. Und nun, und das scheint ja Standard jetzt zu sein, weil es nicht Aktionsware ist, einen Orient-Burger, einen Farmer-Burger und tatsächlich einen Tofu mit Basilikum. So, das werde ich mir jetzt reinziehen. Generell habe ich mal so hinten drauf geguckt, der Orient-Burger, der hat Tofu als Basis, Sojabohnen und dann Weizeneiweiß, wie zu erwarten war, Kichererbsen, Möhren, Zwiebeln, Sonnenblumenöl, Meersalz, Kichererbsenmehl, Gewürze, Haferflocken und Hefe. Klingt eigentlich gar nicht so verkehrt. Alles natürlich in Bio-Qualität. Ja, und der Farmer-Burger, der hat halt eben auch Tofu als Grundlage und dann statt als zweite große Zutat Weizeneiweiß hat er Grünkern. Allerdings kommt dann auch Weizeneiweiß und die anderen Sachen auch. Also generell sind das durchaus, ja, es sind schon gute Alternativen. Und der Tofu Basilikum, das ist einfach der unspektakulärste, hat einfach nur Sojabohnen, Basilikum und Olivenöl, Sonnenblumenöl, Meersalz. Gut, dann würde ich sagen, legen wir direkt los. Ich fange mal mit dem wahrscheinlich unspektakulärsten an. Das ist so ein normaler Tofu, der jetzt nicht vorgegrillt oder sonst was ist, der sehr weich daherkommt. Und ja, da verspreche ich mir jetzt nicht allzu viel, aber mal sehen, wie er ist. Auf jeden Fall von der Konsistenz her schon mal gut. Nicht zu weich und auch nicht zu fest. Geschmacklich ein bisschen muffig. Naja. Aber für so ein Ding, was ich schon häufiger mal so gegessen habe, unterwegs, wo ich nichts anderes hatte oder Appetit mal auf was Proteine hatte, also Proteine, die nicht Grünzeug sind, ja, ist okay, ist aber ganz schön fettig. Würde von mir jetzt von 1 bis 6 vielleicht eine 3 minus bekommen. Okay, die Dinger sehen natürlich nicht so geil aus. Ja, das sind also Fertigbratlinge. Das ist jetzt der Farmer Burger. Auf Basis von Grünkern und Räuchertofu. Mann, da bin ich ja gespannt. So. Schmeckt nicht so wie ein typischer Tofu, sondern eher so. Da ist ganz schön fest und kernig. Ja. Ist jedenfalls was anderes. Kann man, denke ich, mal präsentieren. Generell ist das, habe ich so ein bisschen den Eindruck, ja, so ein bisschen Einheitsgeschmack, so bei den ganzen Tofus. Und selten einen, der sich wirklich heraushebt. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob für euch so ein Tofu ganz besonders ist. Ich finde zum Beispiel den Black Forest, den gibt es bei Dance, den finde ich ganz gut. Der hebt sich ein bisschen heraus. Und den es überall gibt, diesen Typhoon Sesamandel, den finde ich eigentlich auch ganz gut. Aber der Black Forest, der ist wirklich, ja, mein Favorit, muss ich sagen, wenn ich einen Tofu esse. So, jetzt der Orient Burger. Kommt, ja, ähnlich in so einer Packung daher. Und gucken mal, wie der schmeckt. Vom Aussehen her, ich weiß nicht, ob man das hier sehen kann, das eine ist so dunkel, das andere ist so hell. Und innen, ja, sieht aus wie so ein Hähnchenbrustfilet. Das sieht aus wie so eine Fleischwurstfrikadelle, also ohne Struktur. Orient. Orient, fruchtig. Weiß auch nicht, wo die Frucht hier herkommt. Nee, das ist nicht fruchtig. Naja, verstehe schon, warum die den Orient genannt haben. Da ist so ein Hauch von Kichererbsen, so ein Hauch von Falafel dabei. Beide Burger sind auch relativ fest, also nicht locker, durch das Weizeneiweiß. Ja,
Wie zu erwarten war jetzt nicht der große Burner dabei, aber ich muss sagen, also wenn der nicht so fettig wäre, wäre es echt so ein guter, softiger Tofu. Ein bisschen zu fettig, leider. Bei den beiden würde ich auch sagen, ein Tick zu fettig, gerade wenn mein Buch ja, Low Carb Angriff auf die Gesundheit gekauft hat, weiß genau, dass man mit Fett ein bisschen vorsichtiger sein sollte. Auch diverse Videos, die ich gemacht habe, schaut euch das Buch mal an, das ist wirklich sehr, sehr lesenswert. So mein erstes ja, wissenschaftliches Buch, während die ersten beiden Ratgeber gewesen sind. Und ja, da merke ich auch, auch von meiner Konstitution, Fett sollte man eher meiden. Und wenn es zu fettig ist, sagt mir mein Körper intuitiv, hey, ist nicht so cool. Und ja, was soll ich groß sagen? Also, es ist halt ein Tofu. Also so ein Standard-Tofu ist okay. Für den Umstieg, ne? Aber vielleicht gibt es ja einen richtig geilen Tofu, den ihr empfehlen könnt. Dann schreibt es unten in die Kommentare für alle anderen. Ich will wissen, was euer Lieblingstofu ist. Also mein Lieblingstofu ist von Dance der Black Forest. Und jetzt will ich euren Tofu wissen und nicht groß rumlabern. Wir sehen uns unten in den Kommentaren. Bis dann.